im heutigen Video werden wir einfach mal Minecraft essen im echten Leben essen. Schreibt mal gerne euer Lieblingsessen jetzt in die Kommentare. Lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da. Und jetzt let's go. So, Freunde, da sind wir schon in einer ganz normalen Minecraft-Welt. Ich habe diese Welt frisch erstellt und ich bin wirklich gespannt, was wir alles heute in Real Life essen werden. Es werden auf jeden Fall einige Sachen sein, Freunde. Also, ja, ich bin mal gespannt. In Minecraft gibt es ja zum Beispiel Fleisch, auch Rotten Flesh. Ah! Also, wie gesagt, sobald ich eine Sache in Minecraft esse, muss ich diese auf jeden Fall auch in Real Life essen. Und das kann auf jeden Fall ein bisschen, ja, komisch werden. Ich bin jetzt hier in irgendeinem komischen Biom gespawnt, in so einem Tannenbiom. Ist jetzt nicht perfekt zum Starten. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was wir hier alles so finden werden an Essen. Denn theoretisch gibt es ja einige Sachen, die wir hier in Minecraft essen können. Pilze, oh lol, da haben wir Füchse am Start. Pilze können wir nur als Pilzsuppe kombiniert essen. Deswegen, ich nehme einfach mal ganz kurz hier diese Pilze mit. Vielleicht können wir so eine kleine Pilzsuppe machen und die dann anschließend essen. Ja, wir gucken mal nach, ob wir noch die roten Pilze finden. Weil so viele Pilze benötigen wir gar nicht. Ich meine, Pilze an sich kann man ja in Minecraft nicht essen. Wenn ich hier Restik drauf mache, passiert leider gar nichts. Ich würde aber sagen, ich mache mir jetzt erstmal einen Crafting Table, mache mir auch eine normale Axt und dann machen wir uns auch gleich... Nee, warte mal, wir machen uns erstmal eine Spitzhacke und dann machen wir uns eine Axt. Macht auf jeden Fall mehr Sinn, aus Stein eine Axt zu machen, als jetzt hier einfach so. Das ist, denke ich mal, besser. Oh mein Gott, hier war einfach direkt daneben ein Pilzbiom, das heißt, wir können theoretisch das hier auch mitnehmen. Okay, Freunde, ich werde einfach mal eine Pilzsuppe essen. Ich weiß noch nicht, was ich genau machen werde mit Pilzen. Vielleicht werde ich irgendwas anderes machen mit Pilzen, weil eine Pilzsuppe jetzt zu machen, das wäre schon ziemlich aufwendig. Aber ich werde auf jeden Fall irgendwas mit Pilzen essen. Leute, wir lassen es uns in Minecraft schmecken und okay. Let's go. So, Leute, da haben wir auch schon... Kann man sich echt gönnen. Ja, das war doch, würde ich mal sagen, lecker. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht, denn ich weiß noch nicht, was ich jetzt gegessen habe. Aber das war auf jeden Fall hier die Pilzsuppe. Ich würde sagen, Pilzsuppen dürfen wir jetzt einfach mal essen. Aber wenn wir jetzt irgendwas anderes finden, müssen wir natürlich auch die anderen Sachen essen. Oh Gott, wir haben hier Fisch am Start. Oh mein Gott, Leute, soll ich wirklich einen Fisch braten? Okay, wir machen es. Wir machen es, Leute. Wir haben hier einfach mal Fische am Start. Das heißt, ich müsste mir ganz schnell nochmal hier Stein... holen und dann machen wir gleich einfach mal irgendwie Fisch oder so. Ja, ich bin auf jeden Fall schon jetzt gespannt, muss ich sagen, aber wir gucken mal nach. Also hier eine Axt, zack, und dann hole ich mir einfach mal jetzt hier so ein bisschen Fisch und haben wir einen Fisch? Okay, wir haben hier einen Fisch am Start. Ich würde aber sagen, diesen Fisch esse ich natürlich nicht roh, weil roher Fisch, ja, das muss jetzt nicht sein. Deswegen packe ich ihn einfach mal in einen Ofen herein. Also bislang haben wir Pilze auf der Liste. Wir haben auf jeden Fall Fisch auf der Liste und ich bin mal gespannt, wie die Liste hier noch weitergehen wird. Denn in Minecraft kann man ja echt einige Sachen essen. Muss man ganz klar sagen, Freunde. Wenn ihr übrigens auch vielleicht einen zweiten Teil haben wollt, dann schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Werde ich vielleicht noch einen zweiten Teil machen, wo ich noch weitere Sachen in Minecraft esse. Vielleicht kann man da so eine Serie rausmachen, dass ich immer versuche, neue Sachen in Minecraft zu finden, die ich dann essen kann. Und da haben wir schon unseren gebratenen Fisch, Freunde. Das ging auf jeden Fall sehr zügig. Aber wir gucken mal nach, wie zügig das jetzt gleich hier in Real Life geht. Denn die Sache ist immer noch die, ich habe natürlich noch keinen Hunger. Ich muss natürlich auch erstmal die Sachen in Minecraft essen. Also erst, wenn meine Hungerbalken runtergehen, lohnt sich das ja, die Sache zu essen. Davor ist das ein bisschen sinnlos. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen in der Zwischenzeit nochmal auf Suche. Und hier haben wir einfach mal Schweine am Start. Okay, okay. Ich würde sagen, wir holen uns hier ein bisschen Fleisch von den Schweinen. Da bekommen wir Putenfleisch natürlich heraus. Und Putenfleisch können wir natürlich auch braten, weil roh das ganze Essen ist jetzt nicht unbedingt so empfehlenswert. Aber okay, wir bleiben mal weiter am Ball, Freunde. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett getäuscht habe, müsste hier ein Villager-Dorf sein, weil das sieht mir sehr, sehr stark nach einem Villager-Dorf aus, Freunde. Okay, so, wir gehen einfach mal Richtung Villager-Dorf und schauen uns an, ob wir hier noch die ein oder anderen Sachen zu essen finden. So, was haben wir hier so am Start? Wir haben auf jeden Fall hier ganz normale Villager-Häuser. Okay. Ach gut, das kennen wir natürlich. Auch noch ein paar Villager-Häuser am Start. Hier sind aber irgendwie keine Villager. Hier haben wir einfach mal noch nichts Fertiges. Okay. Hier haben wir aber einfach mal... Okay, Weizen, Leute. Let's go. Das heißt, Weizen können wir uns auf jeden Fall auch gönnen. Beziehungsweise, ja, Weizen jetzt nicht direkt. Wobei, wir können uns Haferflocken gönnen, fällt mir gerade auf, ne?
Aber wir können kein Weizen essen in Minecraft. Also eigentlich Weizen an sich kann man ja nicht essen, ne? Okay, dann machen wir Folgendes. Wir machen uns ein Brot daraus. Das heißt, wir haben schon mal Brot auch, was wir gleich essen können. Und wir nochmal ein bisschen weiter, weil das Villager-Dorf scheint ja hier gar nicht mal so klein zu sein. So, was haben wir jetzt hier vorne? Hier vorne haben wir einfach mal... Moment, Moment, Moment. Hier haben wir nichts. Okay. Da haben wir auch wieder Fleisch am Start. Okay, also... Was Fleisch am Start? Kühe am Start. LOL! Was ist das denn? Das Villager-Haus ist einfach mal hier irgendwo... Okay, ich dachte schon unterirdisch. Aber gut, das bringt uns jetzt hier rein gar nichts. Aber sehr cooler Spot und auch krass, dass hier einfach mal so ein bisschen das hier so runterhängt. Okay, Freunde. Ich denke mal, hier vorne müssten noch Kartoffeln herauskommen oder Karotten. Also schätze ich einfach mal. Lol, hier haben wir nochmal ein bisschen mehr Weizen, aber ist egal. Ja, gut, hier haben wir natürlich noch Kuhfleisch theoretisch am Start. Wir nehmen es einfach mal mit, aber ich habe es ja noch nicht gegessen. Und gerade bekommen wir irgendwie gar keine Hungerbalken abgezogen. Warum auch immer. Irgendwie sehr, sehr komisch auf jeden Fall. So, Freunde, also ich gehe mal ganz kurz hier rüber, schau mal nach, was das hier ist. Das hier sollten... Oh, Kartoffeln haben wir auch am Start. Können wir theoretisch Bratkartoffeln hier machen? Das wäre theoretisch möglich. Was haben wir noch so am Start? Das hier ist einfach mal ganz normale Weizen, okay. Wahrscheinlich hier auch noch Karotten, denke ich mal. Das würde mich nicht wundern. Okay, ich würde einfach mal sagen, bevor wir jetzt hier sinnlos in der Gegend herumstehen, wir können eigentlich schlafen gehen. Ich würde sagen, der Plan ist es jetzt, wir gehen schlafen und dann gehen wir einfach mal in eine Mine. Ich verstehe wirklich nicht, warum ich keine Hungerbalken abgezogen bekomme. Ah, Difficulty Peaceful, lol. Ja, okay, gut. Das erklärt einiges. Leute, das war ja mal super lost. Okay, mein Fehler. Mein Fehler, ihr könnt mich gerne lost nennen in die Kommentare. Ja, okay, jetzt macht alles einen Sinn. Wir sehen sofort, verlieren wir hier einen Hungerbalken. Gut, wie auch immer das passieren konnte, ich würde sagen, wir essen einfach mal ein bisschen Brot. Let's go. Okay, Friends, machen wir weiter mit dieser Brotscheibe hier. Also ich habe jetzt einfach nur so eine Brotscheibe genommen, weil ich mir dachte, ja, ganzes Brot zu essen ist ein bisschen unnötig, einfach nur fürs Video. Also, diese Brotscheibe und ich esse normalerweise auch kein Brot. Frag mich nicht warum, aber ich würde sagen, let's go. Ja, ein bisschen trocken, muss ich sagen. Okay, Leute, Brot ist ja auch sehr lecker, ne? Aber bevor wir jetzt hier irgendwas weitermachen, gehen wir erstmal schlafen. Denn ich denke mal, den Schlaf haben wir uns hier doch verdient. Aber ihr habt ja gerade gesehen, wir haben ja eine Kartoffel herausbekommen. Deswegen würde ich auch sagen, die Kartoffel packen wir erstmal in den Ofen rein, braten diese Kartoffeln. Denn dann können wir uns vielleicht irgendwie Bratkartoffeln machen und, oder sowas in der Pfanne. Ja, also ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Und wir können natürlich hier auch nochmal ein bisschen von dem Fleisch braten. Dann haben wir auch nochmal ein bisschen Fleisch zu essen. Ich werde jetzt einfach mal nicht unterscheiden zwischen Schweinefleisch und Kuhfleisch, weil ich werde jetzt hier nicht anfangen, 50 verschiedene Fleischsorten zu kaufen, die ich am Ende alle wegschmeiße. Das ist nicht richtig. Und wenn ich was esse, dann esse ich das komplett auf. Ja, entweder im Video oder halt privat, weil Lebensmittel verschwenden, das wollen wir nicht. Okay, Fleisch ist durch, Freunde. Das heißt, Fleisch können wir uns auch gleich gönnen. Hühnchenfleisch könnten wir theoretisch auch, ne? Hühnchenfleisch. Okay, ja, ich guck mal, wenn wir hier noch eine Kuh finden, dann könnten wir theoretisch hier Hühnchenfleisch auch, eine Kuh. Wenn wir ein Hühnchen finden, können wir eine Kuh. Ja, ist auch egal, ihr wisst, was ich meine. Aber tatsächlich finde ich hier weit und breit keine Hühnchen gerade. Das ist echt super ärgerlich. Lol, was... Okay, da ist, glaube ich, Mob gestorben. Aber, ja doch, da vorne haben wir Hühnchen. Sehr, sehr nice, weil dann theoretisch kann ich lieber das Fleisch hier essen, als jetzt hier irgendwie neues Fleisch zu kaufen. Genau, ich bin jetzt den Ofen da leider stehen lassen. Bisschen lost von mir. Dann packen wir einfach nochmal kurz Hühnchenfleisch herein. Und dann haben wir auch nochmal Hühnchenfleisch am Start. Okay, wir haben also jetzt Fisch. Ich sage jetzt einfach nochmal normales Fleisch. Wir haben Kartoffeln am Start. Und was noch? Das war es eigentlich soweit erstmal. Gut, Freunde, das ist auf jeden Fall schon mal einiges. Ah, und ich kann jetzt sogar essen, Leute. Okay, dann würde ich sagen, ich gönne mir jetzt erstmal das Hühnchenfleisch hier. Wobei, nee, erstmal machen wir den Fisch. Komm, gebratener Fisch. Let's go. Okay, Leute, ich habe mir jetzt einfach mal diese Fischstäbchen für den Fisch rausgesucht. Die werde ich jetzt hier in dieser Pfanne anbraten. Let's go. Also wir sehen, das ist schon ein bisschen goldig hier geworden. Muss noch ein paar Minuten abwarten, aber dann sollte es auf jeden Fall fertig sein. Ich wollte jetzt nicht so viel Öl da reinhauen, weil ich momentan auf meine Fitness achte. Kommt auch noch ein Video zu. Aber gut, also wie gesagt, Leute, Fischstäbchen beste. Also ist ein bisschen schwarz, muss ich dazu sagen, aber es sollte auf jeden Fall passen heute. Let's go, Fisch essen. So, Freunde, mein Fisch ist jetzt hier fertig und ich würde sagen, ich probiere den jetzt einfach mal aus. So.
Okay, Leute. Der Bratner Fisch, beste. Okay, Leute, wir sehen hier vorne sind tatsächlich auch Karotten angepflanzt. Also die eins. Hat er die jetzt eingesammelt? Hat er die jetzt eingesammelt? Er hat einfach die einzige Karotte eingesammelt. Willst du mich veräppeln? Willst du mich veräppeln? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Eine Karotte war hier und die nimmt er mit. Ja, moin. Dafür töte ich dich. Dafür töte ich dich, Kollege. Dafür musst du sterben. Stirb. Stirb. Ja. Hast du verdient. Ah, oh, nicht mal eine Karotte droppt er uns. Ich habe jetzt hier vorne schon ein Skelett gesehen. Der hat mich gerade schon angegriffen. Aber den werden wir mal töten. Und ich hoffe einfach mal, dass der uns jetzt hier Dings droppt. Der verkämt sich hier natürlich jetzt hinten unterm Baum. Ja, er droppt uns Knochen. Genau das, was ich sehen wollte. Weil damit können wir jetzt... Oh Gott, wir haben richtig Hunger bekommen. Damit können wir jetzt nämlich da vorne die Karotten uns holen. Beziehungsweise wir können Bone Meal nutzen, um die Karotten zu machen. Wir, die sind jetzt... Ja, okay, die sind gut. Wollen wir das hier Weizen? Nein! Hä? Wir müssen doch noch... Als ob jetzt hier keine Karotten mehr sind. Ah, da sind noch Karotten. Okay, Leute, sehr gut. Da waren noch Karotten. Ich erkenne das halt gar nicht an diesen Samen, ist das Problem. Ja, egal. Komm, wir gönnen uns erstmal die... Ja, komm, erstmal Hühnerfleisch, würde ich sagen. Wobei, ja, komm, erstmal Karotten. Komm, let's go. Zack, und nochmal zack. Let's go, Freunde. So, Freunde, die nächste Sache wäre hier einfach mal eine Karotte. Und ich würde sagen, die gönnen wir uns jetzt. Lecker. Also Karotten, doch, finde ich gut. Hab sie auch geschält, muss ich dazu sagen. Okay, Leute, so viel zu den Karotten, die packe ich dann auch mal zur Seite. Das heißt, wir haben jetzt hier noch eine normale Kartoffel, Hühnerfleisch haben wir am Start. Genau, und was... Ah, lol, wir haben schon wieder Hunger bekommen, wie schnell ging das denn jetzt? Okay, was mein Plan jetzt nämlich war, ist, wir suchen einfach nochmal nach normalen Bäumen. Weil wenn wir einen normalen Baum finden, können wir dann natürlich auch Äpfel bekommen. Und so ein Apfel wäre natürlich schön. So ein goldener Apfel wäre noch besser. Aber wir essen jetzt erstmal oder suchen normale Bäume, würde ich sagen. Hier sind auch jede Menge normale Bäume. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal ran an die Arbeit, damit halt auch, ja, vielleicht der ein oder andere Apfel aus Zufall gedroppt wird. Kann sein, dass das jetzt gleich schon sofort der Fall sein wird. Wir werden es auf jeden Fall erfahren. Aber gut, Leute, wir haben ein bisschen Hunger. Ich würde sagen, wir gönnen erstmal das gebratene Hühnchen. Und let's go. Also, Friends, ich habe jetzt hier beim Hähnchen mir das hier herausgesucht. Also, das ist etwas, was ich momentan eigentlich so gut wie täglich esse. Das ist Chicken Curry. Nur, es ist halt schon vorbereitet. Deswegen weiß ich nicht, ob man das jetzt gelten lassen kann. Das werden wir jetzt einfach mal essen. Wie gesagt, das Hähnchen ist jetzt hier auch schon zubereitet, weil ich das jeden Tag esse. Aber okay, komm, mach mal. Boah. Okay, es ist kalt, deswegen schmeckt es nicht perfekt, aber es ist okay. Diese Mortadella-Scheibe. Ja, kann man auf jeden Fall machen, Leute. So wie dazu, zum Fleisch. Okay, Leute, dann würde ich sagen, gucken wir mal nach, dass wir jetzt hier vielleicht den ein oder anderen Apfel finden. Denn wir haben noch den Apfel offen und wir haben noch die gebratene Kartoffel offen, die wir auch essen wollen. Ich baue jetzt einfach mal ein bisschen diese Blätter ab. Vielleicht haben wir ja gleich ein bisschen Glück und es wird so ein normaler Apfel gedroppt. Oder vielleicht, ja, kann auch sein, dass ich einfach so durch Bäume abbauen einen Apfel gedroppt bekomme. So, schauen wir mal nach, Freunde. Ist auf jeden Fall einiges, was wir jetzt hier gerade abbauen. Hier kommt irgendwie gerade nichts raus. Leider haben wir nicht so viel Erfolg, Freunde. Okay, okay, okay. Aber ich bleibe hartnäckig. Ne, wir haben nur bis jetzt selbst Saplings bekommen wir wie Sand am Meer, ne? Ist klar. Aber einen Apfel bekommen wir nicht gedroppt. Das ist echt ärgerlich. Ich meine aber, man kann diesen Apfel noch bekommen, wenn man den, einfach die Leaves abbaut, meine ich zumindest. Ah, ein bisschen ärgerlich ist das schon. Ein bisschen ärgerlich. Let's go. Da ist der Apfel, Freunde. Da ist der Apfel. Da ist den Apfel gönnen wir uns noch und die gebratene Kartoffel, würde ich sagen. So, und in der Zwischenzeit könnten wir eigentlich schon fast da in die Mine reingehen, ne? Wir haben jetzt nicht so viel in diesem Video geschafft. Wir waren ja eher auf Essensjagd, muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem, denke ich mal, ist unsere Essensjagd bislang erfolgreich gewesen. Man merkt auf jeden Fall, dass das Hühnchen krass sättigt, wollte ich gerade sagen. Okay, dann würde ich sagen, wir
gönnen uns erstmal die gebratene Kartoffel, Leute. Und yam, yam, yam. Pat hatte leider keine Kartoffel zu Hause. Deswegen zeigen wir euch jetzt eine ältere Aufnahme. Viel Spaß. Angekündigt habe ich auch dann jetzt hier die gebratenen. Oh Gott, man sieht es, glaube ich, gefühlt gar nicht. Auf jeden Fall, das sind Kartoffeln, die gekocht wurden und jetzt zerstampft wurden. Genau, so viel dazu. Also auch davon gönnen wir uns auf jeden Fall ein Stückchen. Ja. Ganz normale Kartoffeln auf jeden Fall. Okay, Leute, das war die gebratene Kartoffel. Ich würde sagen, es wird langsam Nacht. Also wir sehen, so langsam geht es hier wieder Richtung Nacht. Deshalb, wir haben ja nach wie vor noch den Apfel offen, ne? Den Apfel könnten wir uns theoretisch zum Feierabend gönnen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo mein Bett war. Oh Gott, da vorne, glaube ich. Da bin ich jetzt leider ein bisschen Fallschaden bekommen. Ich glaube, hier vorne war mein Bett. Dann hätte ich nämlich gesagt, zum Feierabend gönnen wir uns noch einmal einen Apfel. Ja, oh, jetzt haben wir wieder Hunger, sehe ich gerade. Ja, komm, Villager, du gehst raus da, das ist jetzt mein Bett. Also, Freunde, ein Feierabend-Apfel und in dem Sinne gönnen wir uns. Oh, let's go. Okay, Leute, hier haben wir ihn, den Apfel. Den habe ich gerade frisch aus Minecraft geholt. Und ich würde sagen, wir beißen einfach mal geschmacklich rein. Sagt man das? Ich weiß gar nicht. Aber let's go, Leute. Boah, der ist sogar richtig geil. Man merkt, dass der auf jeden Fall aus Minecraft ist. Der schmeckt richtig süß. Boah. Gesundes Essen kann so gut sein, Leute. Es gibt wirklich nichts Geileres als so richtig saftige Äpfel. So richtig so süß. Boah. Wir sind nämlich hier schon im Villager-Dorf unterwegs. Wir werden auf jeden Fall einen Keks essen. In Minecraft und natürlich im echten Leben. Für einen Keks, also einen Cookie, brauchen wir nämlich Weizen. Und wir haben ja hier schon ein bisschen Weizen im Dorf. Deswegen, das ist auf jeden Fall perfekt. Aber wir brauchen natürlich auch Kakao. Und Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie sprecht ihr Kakao aus? Ich habe einen Kollegen, der sagt immer zu Kakao, Kakao. Ich muss denken, hä? Das heißt Kakao. Der sagt immer, nein, Kakao. Leute, wenn ihr der Meinung seid, dass das Kakao heißt, lasst jetzt nochmal ein Like da, abonniert meinen Kanal, damit wir auch die 1 Million Abonnenten knacken, weil es heißt definitiv Kakao. Also lasst ein Like da, wenn ihr auch denkt, das heißt Kakao. So, machen wir jetzt aber erstmal weiter. Ich habe mir nochmal ein bisschen Holz geholt und habe es mit der Hand abgebaut, obwohl ich einfach mal hier Holz am Start habe. Obwohl ich eine Steinaxt am Start habe. Super lost. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen laufen und ich glaube, ja, wir kümmern uns erstmal um den Keks, würde ich sagen. Weil wir müssen irgendwie einen Dschungel finden. Und wenn wir dann diesen Dschungel gefunden haben, dann werden wir auf jeden Fall heute auch einen Kuchen craften. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie und was ich essen werde, also im echten Leben. Aber deswegen töte ich jetzt hier mal ein paar Hühnchen, weil die können mir dann ein paar Eier geben und ja, wir schauen mal nach. Ich suche jetzt aber erstmal, wie gesagt, nach dem Dschungel. Ich mache mir jetzt hier nochmal ein paar Brote. Brot habe ich ja schon mal in Real Life gegessen. Und ja, da hinten haben wir nämlich tatsächlich schon das Dschungelbiom gefunden. Und genau das brauchen wir jetzt auch. Heute habe ich die Difficulty auch wirklich eingestellt auf ganz normal. Und ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt. Oh, warte mal, wir haben hier doch schon Kakao. Perfekt. Und, oh mein Gott, da haben wir es. Kakaobohnen. Let's go, Freunde. Das heißt, wir müssen jetzt einmal links Weizen platzieren und in der Mitte ein Kakaobohnen. Und wir sehen, schon haben wir 8 Biscuits, aka 8 Kekse. Das ist perfekt. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal 24 Kekse. Und die werden wir dann gleich essen, wenn wir Hunger haben. Und wenn wir dann die Kekse in Minecraft essen, dann essen wir sie auch im echten Leben. Und ja, ich bin mal gespannt, welche Kekse ich mir kaufen werde. Denn in der Zwischenzeit würde ich sagen, widmen wir uns schon mal der nächsten Aufgabe. Denn wir werden natürlich auch einen Kuchen machen. Und diesen Kuchen müssen wir uns erstmal erarbeiten. Denn für einen Kuchen benötigen wir 3 Milcheimer. Wir brauchen Zucker, wir brauchen auch noch ein Ei und wir brauchen Weizen. Das heißt, Weizen haben wir, Eier haben wir. Wir haben aber immer noch keine Eimer. Und deswegen müssen wir auch erstmal in die Mine reingehen. Oh Gott, da sind schon wieder Skelette. Da sind schon wieder Skelette. Aber bevor wir jetzt hier in die Mine reingehen, essen wir, würde ich sagen. Lol, was war das denn? Komm, lol, der hat einfach mal Aimbot. Ey, oh Gott, jetzt muss der schnell sterben. Sonst jab ich gleich. Oh mein Gott, das war knapp. Aber gut, ich würde sagen, jetzt wird es allerhöchste Zeit, was zu essen. Ab geht's mit dem Keks und lecker, lecker, lecker. Schön hier Kekse essen in Minecraft. Und ich würde sagen, dann wechseln wir mal jetzt auch nochmal ganz schnell rüber zum Real Life. So Leute, ich bin jetzt hier schon auf meiner Couch und wir werden jetzt einfach mal die Cookies essen. Ich habe die auch schon herausgesucht und zwar sehen wir hier, da sind sie Leute, leckere Cookies. Ist keine Werbung, leider. Aber trotzdem werden wir uns jetzt einfach mal einen davon rausnehmen. So,
Hier sind einige aufgegessen, weil meine Freunde gerade hier waren. Aber wir nehmen uns trotzdem mal einen heraus. So, lecker, lecker, Leute. Okay, dann würde ich sagen, wir gönnen uns diesen Cookie jetzt. Also, Leute. So, dann gönnen wir uns das Ganze. Der lecker. Ich genieße gerade wirklich, Leute. Boah, der schmeckt so gut. Also, schmeckt so geil, wirklich. Das schmeckt so geil. Ich bin gerade auf Wolke 10. Letzter Bissen, Leute. Das war der Cookie. So, das war doch, denke ich mal, sehr, sehr lecker. So, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt nochmal schnell Kohle mit und machen uns so nochmal einen Überblick. Also, ich habe übrigens die Items am Anfang der Folge genommen, die ich auch in der letzten Folge hatte, weil ich hatte noch ein paar Sachen im Inventar. Musste jetzt leider eine neue Welt erstellen. Also, falls ihr euch wundert, warum da die ganze Zeit diese Achievements oben rechts aufploppen, das liegt tatsächlich daran. So, wir haben jetzt aber hier in der zweiten Hand einfach mal das hier, also ein paar Fackeln. Und ich würde jetzt echt gerne wissen, wo wir hier, ey, das nehme ich mit, wo wir hier Eisen finden. Weil Eisen brauchen wir, wie gesagt, für die Milcheimer. Und ich denke mal, es kann doch gar nicht so schwierig sein, Eisen zu finden. Wobei, mir fällt gerade auf, ich muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen Stein abbauen, weil wir haben sonst keine Möglichkeit, das Eisen mitzunehmen. So, das heißt, jetzt hier nochmal eine Steinspitzhacke machen. So, perfekt. Und dann würde ich sagen, wir essen natürlich nach wie vor die Kekse, weil die Kekse haben wir schon in Real Life auch gegessen. Und es wird natürlich ein bisschen länger dauern, jetzt auch an diesen Kuchen ranzukommen. Aber ich denke mal, das macht die Challenge nochmal ein bisschen spannender. Lol, einfach mal so eine Dripstone-Höhle, beste Leben. Okay, also dann bauen wir mal hier Eisen ab. 1, 2, 3, wir brauchen mindestens 9 Eisen. Ohne 9 Eisen haben wir keine 3 Eimer am Start. Und danach müssen wir natürlich auch noch Kühe finden. Aber ich glaube, nein, uns fehlt genau ein Eisen. Das kann doch nicht wahr sein. Ist hier denn kein Eisen irgendwo? Ey, das ist so unglücklich, dass genau ein Eisen jetzt hier fehlen muss. Ist hier vielleicht noch was? Nein, auch nicht. Genau ein Eisen fehlt. Leute, das ist auf jeden Fall unfair. Das ist richtig unfair. Ich suche mal ganz schnell nach einem Eisen, weil das kann doch echt nicht wahr sein. Also hier habe ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen Kohle gefunden. Aber so wirklich Eisen will ich hier irgendwie nicht finden. Bis auf diese eine Quelle, die wir gerade gefunden haben. Das ist Kupfer hier. Und hier oben, oh Gott, da sind natürlich wieder Monster am Start. Ey, hau ab. Oh mein Gott, das sind einfach jetzt so viele Monster hier. Ja, es wäre schon sinnvoll, wenn ich auch eine Rüstung hätte, muss man sagen. Oh mein Gott, Rotten Flesh. Soll ich Rotten Flesh essen, Leute? Okay, wir machen es einfach mal. Ich esse verrottetes Fleisch. Ich weiß noch nicht, was ich im Real Life essen werde. Aber wir machen es, Leute, wir machen es. Oh mein Gott, es wird so ekelhaft. Also hier nochmal. Rottetes Fleisch. Und ich bin vergiftet. Wir wechsel mal im Real Life rüber. Okay, machen wir weiter mit Rotten Flesh. Alter, was hat der Pet sich da ausgedacht? Das fragt ihr euch wahrscheinlich. Ich muss sagen, ich habe wirklich in allen Supermärkten nachgeschaut, was könnte nah dran kommen. Es war aber schon ein bisschen später am Abend. Das Einzige, was ich gefunden habe, wo man sagen könnte, okay, das hat so ein bisschen was mit, ja, was Ekligem zu tun, war das hier, Freunde. Das waren diese sauren Würmer. Ich denke mal, die sollten einige von euch kennen. Ich habe jetzt leider, wie gesagt, nichts anderes mehr gefunden. Deswegen werden wir jetzt einfach mal diese Würmer hier aufessen. Ja. Boah. Sehr sauer. Ich mach noch einen zweiten Teil. Warte. Krass, ich esse wirklich nie Süßigkeiten. Deswegen ist es gerade wirklich Luxus für mich. Boah. Krass, saure Würmer, echt geil. Okay, Leute, egal was es war, ich weiß, wie gesagt, noch nicht. Es war auf jeden Fall bestimmt nicht so nice, aber naja, wir gucken mal nach, was es jetzt war. Genau. Ey, das kann doch nicht sein, dieses doofe Zombie. So, Freunde, was ist... Es kann doch nicht wahr sein, ein Eisen. Come on, ein Eisen zu finden, das kann doch gar nicht so schwierig sein. So, jetzt Creeper. LOL, der ist einfach mal explodiert, WCF. Und ich esse hier immer noch ganz entspannt diese Cookies auf. So, hier scheint das nicht so auszusehen, als würden wir Eisen finden. Wo kann ich denn hier noch Eisen finden? Ein Eisen, Leute. Es scheitert jetzt hier gerade wirklich nur an einem einzigen Eisen. Na, geht doch. Na, geht doch, Freunde. So, 9 Eisen. Das heißt, wir haben jetzt zumindest genug, um uns einen Eimer zu machen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz rüber zum Dorf, weil wir brauchen eigentlich nur Zuckerrohr, ne? Stimmt, genau, Zuckerrohr.
Also für Zucker halt. Ich hole mir jetzt noch mal ein bisschen Brot ab im Villager-Dorf, weil da waren ja wirklich einige Heuballen. Und so haben wir nicht mehr das Problem, dass wir hier die ganze Zeit nur mit den Cookies überleben müssen. So, Schweine, also Fleisch haben wir ja schon mal in dem letzten Video probiert. Deswegen werden wir das heute nicht mehr machen. So, aber hier sind ja noch einige andere Sachen am Start. Und zwar, wo ist denn das jetzt hier? Hier waren noch irgendwo diese Heuballen. Da sind sie, Leute, da sind sie. Also aus so Heuballen bekommen wir jede Menge Weizen heraus. Das ist ehrlich perfekt gerade. So, dann bauen wir das Ganze einfach mal ganz schnell ab. So, und hier abgebaut, sehr schön. So, ich muss jetzt, ich den Crafting Table vergessen, aber halb so wild. Ich würde sagen, ich klaue mir jetzt einfach mal ein Bett. Dieses Bett sieht doch ganz bequem aus. Und ich brauche eigentlich nur ein paar Steine, ne, so Cobblestone. Deswegen nehme ich einfach mal jetzt hier von dem Haus die Steine. Ich habe keine andere Wahl, Freunde. Es muss leider so sein. Weil dann können wir schon mal in der Zwischenzeit das Ganze hier im Ofen durchschmelzen. So, zack. Genau, einmal der Ofen hier. Und jetzt, genau, einmal Eisen hier rein. Eisen herein, Kohle herein. Und ich werde jetzt nochmal ganz schnell hier das craften, also weiterverarbeiten. So, also wie gesagt, der Kuchen ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber es wird natürlich sehr, sehr lecker. So, gehen wir jetzt nochmal schlafen. Und in der Zwischenzeit können wir uns schon mal, wobei waren da nicht sogar Kühe? Hier sehe ich Schweine, weil wir brauchen ja noch Kühe für die Milch, ne? Wir brauchen 3 Milch für die, also 3 Milcheimer für die, für unseren Kuchen. So, aber ich sehe jetzt hier irgendwie nichts, muss ich leider sagen. Also keine Kühe. Ich glaube, da hinten waren noch Kühe. Da hinten müssten Kühe gewesen sein. Dann würde ich sagen, warten wir ganz kurz ab, bis das hier fertig ist. Und dann gehen wir nach da hinten. So, 9 Eisen ist am Start. Und dann machen wir uns... was mache ich denn hier? Dann machen wir uns erstmal 3 Eimer. So, 1, 2, 3. So, und dann... Sollte das jetzt passen? Wir müssen nur irgendwo noch Kühe finden. Aber wie gesagt, das sollte jetzt nicht das größte Problem sein. Das heißt, Zuckerrohr, stimmt. Zuckerrohr war ja noch so ein Problem. Was machen wir jetzt damit? Das weiß ich auch noch nicht. Wir müssen dann wohl ein bisschen herumlaufen. Aber ich meine, auf dem Weg nach da hinten waren noch irgendwo Kühe, ne? Boah, wie nice das hier einfach mal aussieht, diese Umgebung. Und ich meine diese Kühe hier. 1, 2, 3. Leute, da sind sie. Unsere 3 Milcheimer. Perfekt. Sehr, sehr nice. Dann gehen wir jetzt zurück. Wobei, nee, wir können nicht zurückgehen. Wir müssen erstmal noch Zuckerrohr finden. Und dann geht's auf jeden Fall ab zum Kuchen. Tatsächlich habe ich da hinten sogar Zuckerrohr gesehen. Es ist nicht viel, muss man dazu sagen. Aber ist ja an sich auch kein Problem. Weil wir brauchen 2 brauchen wir. 2 Zuckerrohr, beziehungsweise 2 Zucker. So, das heißt, jetzt haben wir alles. Wir gehen nur noch nach Hause. Und dann craften wir uns den Kuchen, Leute, endlich. Ich bin so gespannt, wie dieser Kuchen einfach mal in Real Life schmecken wird. Mal eine andere Sache, was ist das für eine verrückte Mine? WTF? Alter, wie sieht die denn hier aus? Richtig komisch, da so ein random Baum, hier auch nochmal so ein random Baum. Also richtig verrückt. Aber jetzt geht's zum Villager-Dorf. So, Villager herausspaziert. Lol, das ist so ein Baby-Villager. Okay, Freunde, also ich muss nochmal kurz überlegen. So geht der Kuchen, dann ein Ei in die Mitte, Zucker rechts und links und Weizen. Genau, let's go, Leute, da haben wir den Kuchen. Nur ich habe gerade noch keinen Hunger. Das ist das Problem. Ich will den Kuchen natürlich mit meinen Villager-Kumpels teilen. Deswegen muss ich den hier irgendwo in die Mitte platzieren, wenn ich Hunger habe. So, ich mache jetzt einfach mal hier so ein Holzslap hin, zack, und platziere hier den Kuchen, so. Und jetzt renne ich nochmal einen kleinen Marathon, damit ich auch Hunger habe. Ne, ich will ja auch den Kuchen essen und nicht nur anschauen. So, komm. Leute, wie gesagt, wenn ihr noch kein Like da gelassen habt, lasst nochmal schnell einen Like da, lasst ein Abo da. Und auf dem Weg zu 1 Million Abonnenten und let's go. Da haben wir einen Hungerbalken verloren und jetzt können wir das Ganze essen. So, Leute, wir essen ihn und eins und nochmal zack, zack, zack. Okay, sehr gut, Leute, sehr gut. Wir gönnen uns jetzt diesen Kuchen in Real Life. Okay, Leute, ich habe mir einen Kuchen rausgesucht. Ich muss dazu sagen, ich hab keinen besseren Kuchen mehr gefunden, weil ich ein bisschen spät im Supermarkt war. Aber das ist er einfach mal. Ein Marmorkuchen. Eigentlich sehr lecker, also ab und zu gönne ich mir auch Marmorkuchen. Wir machen ihn einfach mal auf. So, und das ist der Marmorkuchen, wenn er geöffnet ist, Freunde. Auf jeden Fall sehr lecker. Und den werden wir uns jetzt gönnen. Natürlich nicht ganz, weil es einfach zu viel wäre, aber irgendwie so ein
Stückchen oder so, dachte ich mir. So, Leute, wir werden jetzt mit diesem Messer ein bisschen abschneiden. So, ich würde sagen, nehmen wir mal so ein Stückchen hier, zack. Wer den restlichen Teil haben möchte von Kuchen, muss jetzt nochmal liken und Hashtag Kuchen in die Kommentare schreiben. Dann kriegt auf jeden Fall was vom Kuchen ab, Freunde. So, Freunde, dann würde ich sagen, bin ich jetzt bereit, um mir diesen Kuchen hier zu gönnen. Ich habe hier das kleine Stückchen in der Hand und jetzt können wir mal essen, Leute. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Ja, ist nicht schlecht. Dafür, dass es aus der Packung ist, ist okay. Also ich hätte es gedacht, schlechter. Mhm. Ne, kann man machen. Kann man machen. Ist nicht so schlecht. Ja. Mhm. Ist echt erstaunlich gut. Also Marmorkuchen, beste, ihr wisst Bescheid. Ah, Leute, Kuchen. Das war doch sehr, sehr lecker. Ich würde sagen, wir müssen aber noch mal was Verrücktes machen. Wir werden jetzt einfach mal ein Spinnauge essen. Oh ja, wir werden wirklich ein Spinnauge essen. Das heißt, ich muss noch einmal irgendwo in eine Mine reinkommen. Und dann muss ich dort eine Spinne töten und dann will ich so ein Spinnauge essen. Ja, Leute, wir machen wirklich das, was sehr, sehr eklig ist und natürlich auch in Real Life. Aber wo ist denn so eine Spinne, die wir angreifen können? So, also ich muss sagen, Spinnen bin ich jetzt nicht so der Freund von. Also bin eigentlich eher ängstlich vor Spinnen, im echten Leben zumindest. Und wir haben jetzt ausgerechnet keine Kohle mehr. Ey, diese Mine ist so komisch, Leute. Ne, ich sag's euch, wie es ist. Also, oh Gott, jetzt muss ich hier aufpassen. So, ich habe jetzt hier Skelett-Sounds gehört. Und da ist so eine Spinne. Mann, warum habe ich keine Fackeln? Gib mir doch irgendwie Kohle hier irgendwo. Ist das nicht sogar Kohle? Ist keine Kohle, ne? So, ich habe jetzt hier einen Stick. Ich mache mir nochmal ganz schnell ein paar Sticks mehr. Oh Gott, da ist schon wieder ein Zombie. Oh Gott, ganz schnell. Oh, muss ich aufpassen. Da muss ich echt aufpassen, sonst wäre ich kurz vorm Sterben gewesen und das wäre ja bekanntlicherweise nicht gut. Nein, ich werde nicht ein zweites Mal Rotten Flesh essen, nur damit ihr Bescheid wisst. So, Freunde, wo ist jetzt hier die Spinne? Die war doch irgendwo da hinten, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da ist sie. Komm. So, und eins. Die macht ja gar nichts. Die ist ja komplett zum... Nein, sie hat aber nichts gedroppt. Leider. Nichts gedroppt. Werdet ihr schon von der zweiten Spinne verfolgt? Oh Gott, jetzt bin ich da runtergesprungen. So, da ist sie da hinten, ne? Da hinten war sie, glaube ich. Ja, genau da. So, Spinni, komm, jetzt. Und immer noch kein Spinnenauge bekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Warum das denn? Auf ein neues, komm. Spinne, jetzt greift sie mich auch an. Die hast gedroppt? Ich habe immer noch kein Spinnenauge. Also die Chance, dass ein Spinnenauge gedroppt wird, liegt bei ein Drittel. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht gedroppt bekomme. Gönn. Komm. Jetzt aber. Alter, diese Spinne. Ey! Das kann doch nicht wahr sein. Da will ich schon sowas Abartiges essen und ich bekomme es einfach nicht gedroppt. Ich glaube es nicht. Oh, diese Spinne, die ist so stark, weil ich keine Rüstung am Start habe. Super ärgerlich. Ah, komm. Ja, ich hab's, Leute, ich hab's. Okay, ein Spinnenauge, Leute. Wir werden es jetzt hier essen. Ah, nee, ich habe jetzt ein Brot gegessen. Ach, ist egal. Ich muss gleich eh noch mal was anderes essen. So, also. Ich höre hier die ganze Zeit so Skelett-Sounds. Oh, jetzt können wir was essen. Leute, wir essen jetzt das Spinnenauge. Schaut euch dieses Spinnenauge einfach an. So, und essen es jetzt. Und wir werden automatisch vergiftet. Leute, ab geht's. Spinnenaugen essen. Okay, Leute, was habe ich mir jetzt ausgedacht für Augen? Für Spinnenaugen. Da seid ihr gespannt. Ich habe lange im Supermarkt geguckt, was ein Spinnenauge sein könnte. Und ich habe anschließend das hier gefunden. Leute, das hier sind einfach mal solche Glubschaugen. Ja, die werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich meine, schaut euch doch einfach mal das hier an, WTF. Das ist einfach mal ein Auge. Ist mir das Auge runtergeflogen. Aber wir sehen einfach mal ein Auge hier am Start. Ich weiß gar nicht, haben die verschiedene Farben oder sind das die gleichen Farben? Oh, das ist sogar eine andere Farbe. Ihr schaut euch das an. Einfach noch eine andere Farbe. Ich würde sagen, ich nehme jetzt erstmal die blaue Variante hier und werde sie mir einfach mal gönnen, Leute. Oh mein Gott, wir essen einfach mal ein Auge. Okay. Das Kaugummi. Boah, das schmeckt nach Zucker pur. Wirklich. Zucker pur. Ja, dann das zweite Auge noch hinterher. Boah. Krass. Ja, mein ganzer Mund ist so zugeklebt,
dass ich gar nicht reden kann. Wir haben Kekse gegessen, wir haben Fleisch gegessen, da war echt jede Menge dabei. Und unter anderem werden wir, wie gesagt, den goldenen Apfel heute essen, Glowberries, wir werden eine goldene Karotte essen. Es wird also sehr, sehr verrückt. Ich habe leider kein Gold, das ist das Problem. Aber ich habe schon gesehen, wir haben hier auf jeden Fall eine Karotte am Start. Und die machen wir mal kaputt, denn wir bekommen insgesamt 5 Karotten heraus. Das bedeutet, wir brauchen eigentlich nur noch ein Gold. Und dann können wir uns schon die goldene Karotte machen. Das sollte also gar nicht mal so schwierig sein. Und das Beste daran ist, wir können ja Gold einfach mal so abbauen mit einer Steinspitzhacke. Das heißt, ich werde mich jetzt einfach mal in eine Mine stürzen und hoffe einfach mal, dass wir relativ zügig an Gold kommen, weil ganz ehrlich, so selten ist Gold jetzt eigentlich auch nicht. Okay, aber wir haben auf jeden Fall die ein oder anderen Monster, die uns angreifen wollen. Deswegen, bevor ich jetzt in die Mine reingehe, besorge ich mir nochmal ein bisschen Eisen, weil so können wir wenigstens uns gegen die Monster wehren. Also, ja, ein bisschen Eisen besorgen, hätte ich gesagt, und dann kümmern wir uns auch schon um die goldene Karotte und versuchen sie auch zu essen. Ich baue mal kurz hier Eisen ab und mache das dann mal alles fertig. So, Eisen ist jetzt hier eigentlich schon am Start. Das Problem ist eher, ich habe gar kein Holz. Also wir müssen uns noch mal ein bisschen Holz besorgen, bevor wir so richtig intensiv in die Mine reingehen. Weil sonst könnte es ein bisschen schwierig werden. Gerade wegen Fackeln und gerade, weil ich mir eigentlich jetzt einen Ofen machen wollte, um das ganze Eisen durchzuschmelzen. Aber das geht ja gerade gar nicht. So, dementsprechend einmal hier das Ganze herein. Wir brauchen sogar noch einen Cobblestone, merke ich gerade. Das ist echt schlecht. Aber kein Problem, weil wir hier vorne Kohle haben. Genug Steine sollten wir, denke ich mal, auch finden. Das ist das kleinste Problem. So, dann rein damit. Hier auch einmal rein. Zack. Und dann, jetzt muss ich überlegen, können wir das hier rein und dann auch einmal die Kohle unten rein. Genau, zack, dann geht's beidem jetzt hier herein. Sehr schön, Freunde, sehr schön. So, dann, ja, wir werden eigentlich noch ein bisschen Kohle benötigen, weil das wird nicht ausreichen. Aber gucken wir mal nach, vielleicht finden wir hier noch ein bisschen was in der Mine. Hab jetzt hier nochmal ein bisschen Kohle gefunden. 11, 12, das sollte eigentlich ausreichen. Zumindest für das, was wir halt vorhaben. Wir wollen ja, wie gesagt, nur unsere wunderschönen Karotten machen. Und ja, wenn wir gleich in die Mine sowieso reingehen, sollte das gar kein Problem sein. Und der Ofen und so, der sollte jetzt da hinten sein. Das heißt, ein Gold benötigen wir, Freunde. Nur ein einziges Gold. Ich hätte auch gesagt, wir versuchen nochmal ein paar Schweine hier zu töten. Wobei, wir haben ja eigentlich Heuballen, ne? Ist egal, wir nehmen einfach mal trotzdem die ein oder anderen Schweine mit. Und dann können wir die theoretisch auch noch essen. Weil dann haben wir genug Essen für die Mine gleich. Mir fällt gerade auf, das ist einfach hier ein Zaun. Ah doch, ich dachte, hier ist gar kein Zauntor. Das wäre ja super los gewesen. Aber doch, da war ein Zauntor am Start. Sehr schön. Okay, Friends, dann würde ich sagen, ab geht's jetzt ins Geschehen. Hier vorne müsste der Ofen stehen, oder? Ja. 13 Eisen ist jetzt sogar schon durch, also einiges. Sehr schön, dann mache ich mir nochmal schnell so einen Brustpanzer. Vielleicht sogar noch Schuhe, hätte ich gesagt. Zack. Und dann haben wir schon mal ein bisschen Eisenrüstung am Start. Und am besten noch eine Eisenaxt, damit wir uns auch irgendwie wehren können. Weil die geht jetzt hier leider gleich kaputt, unsere Steinaxt. Ja, dann würde ich sagen, Freunde, ab geht es in die Mine. Sollte dann, denke ich mal, alles soweit passen. Ja, wobei, ich lasse es nochmal ganz schnell durchschmelzen. Ich habe jetzt hier nochmal einen zweiten Ofen gemacht, weil das sonst ein bisschen zu lange gedauert hätte. Aber wir machen uns einfach mal eine Full-Iron-Rüstung, würde ich sagen. Dann sind wir bestens vorbereitet und vielleicht sogar noch eine Spitzhacke, hätte ich gesagt. Weil, wenn wir jetzt sowieso dabei sind, dann bietet sich das doch eigentlich an. Genau, Spitzhacke ist jetzt dann auch am Start, also eine Eisenspitzhacke. Und dann sind wir eigentlich bereit, um in die Mine zu gehen. Ich würde sagen, vielleicht sogar noch ein Schild bietet sich jetzt auch an zu machen. Zack. Und jetzt, komm, sollte passen, Freunde. Ich denke mal, es wird echt nicht so schwierig, ein Gold zu finden. Und dann werden wir uns schon dieser goldenen Karotte widmen. Ich bin richtig gespannt, Freunde. Wir haben auch eine echt schöne Welt hier am Start. Und da hinten sehe ich sogar schon eine Mine. Da gehe ich mal ganz kurz rüber. So, zack. Ui, das war knapp. Scheint auf jeden Fall keine kleine Mine zu sein. Wobei, doch. Komm, ich mache jetzt einfach, ich breche jetzt einfach die Regel. Ich baue mich einfach runter. Ist mir egal. Ja, okay, ich bin jetzt hier nur im Wasser gelandet. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Suchen wir uns lieber eine andere Mine. Ja, die sieht hier schon mal ein bisschen vielversprechender aus. Also hier kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt gleich irgendwo Gold finden. Hier haben wir schon mal Kupfer am Start. Aber Eisen müsste, glaube ich, auch irgendwann kommen. Kann sich ja nicht mehr... LOL! Oh mein Gott, von wo kommt der denn? Einfach von irgendwo angeflogen. WTF, okay. Sehr, sehr verrückt. Wir gucken mal weiter unten, Freunde. Hier sehe ich jetzt nichts. Okay, Dripstones am Start. Ist allerdings anscheinend der falsche Weg.
Ey, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Wir suchen nur nach einem Gold. Ein Gold, das ist doch nicht so viel verlangt, oder? Ey, ich bin in der komischsten Mine der Welt gelandet. Das ist Eisen. Ich dachte schon kurz, das ist Gold. Aber nein. Oh Gott. Das war knapp. Das war sehr knapp. Soll Creeper jetzt nicht explodieren? Oder wenn du explodierst, dann bitte nicht in meiner Nähe. Nein, nein, nein. Nicht in meiner Nähe, habe ich gesagt. Nicht in meiner Nähe. Du, weg, 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 weg. Ja, jetzt kannst du, wie gesagt, explodieren. Aber nicht hier. Nicht bei mir, nicht bei mir. Alter, warum sind denn so viele Creeper hier? Noch mehr Eisen am Start. Ey, Freunde, wo finde ich denn hier das Essen? Wo finde ich ein bisschen Gold? Komm, ich renne jetzt hier einfach durch. Ich renne einfach durch. Da ist Gold! Let's go! Let's go! So, ich platziere jetzt hier einfach mal ein paar Fackeln, damit ich was sehen kann. Und packe jetzt mal mein Schild in die zweite Hand, weil hier sind einfach so viele Mobs am Start. Junge, warum sind hier so viele Mobs? Komm, explodiere, ja! Komm! Ja, sehr schön! Das war gut, das war sehr, sehr gut. Konnten wir die ganzen Monster schnell loswerden. Leute, es hat ja zwar jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, aber wir sollten jetzt relativ schnell auch an alle anderen Sachen kommen. Das heißt, ich würde sagen, wir machen dann zuallererst erstmal jetzt hier einen Ofen hin, packen hier Gold herein und machen uns dann einfach mal jetzt die goldene Karotte. Oh mein Gott. Alter, das habe ich nur in der letzten Sekunde gehört. Da machen wir uns die goldene Karotte, wollte ich sagen. Und das geht ja eigentlich relativ zügig. Zack, Goldnuggets, Karotte hier rein. Und bam, da haben wir die goldene Karotte, Leute. Sehr, sehr nice. Ich überlege gerade, was wir noch brauchen aus der Mine. Eigentlich haben wir... Nee, wir brauchen noch mehr Gold, stimmt, ne? Wir brauchen noch mehr Gold. Egal, da machen wir uns weiterhin auf die Goldsuche. Aber wenn wir jetzt Hunger haben, würde ich sagen, gönnen wir... Oh, da ist noch mehr Gold, sehr gut. Wenn wir jetzt Hunger haben, gönnen wir uns die goldene Karotte... Auch in Real Life. Ich bin echt gespannt, weil ja, so eine goldene Karotte habe ich auf jeden Fall in Real Life noch nie gegessen, muss ich euch sagen. Deswegen könnte das auf jeden Fall sehr spannend werden. Aber das war es anscheinend mit dem Gold hier. Ja, oh Gott, noch ein Creeper. Komm schon, Alter. Gut, Leute, goldene Karotte. Wir essen sie und jetzt let's go. Oh, warte, hier auch nochmal aus der Sicht. Let's go. Bam. So, Freunde, ich habe jetzt hier diese Karotte am Start. Das ist sie einfach mal. Die machen wir jetzt fertig. Also ich werde die ganz kurz schneiden. Und wenn die geschnitten ist, werden die sie noch Gold machen und aufessen. Ich bin sehr gespannt. So, ich würde sagen, wir schneiden hier noch einmal kurz das Ende ab, damit man das auch wirklich besser essen kann. So, mit einer Hand ist es jetzt ein bisschen schwierig. So, hier einmal das eine Ende und hier noch das andere Ende. Das vielleicht so. Ja, es hat sogar ohne Hilfe funktioniert. So, und jetzt, Freunde, habe ich mir nämlich Folgendes besorgt. Das hier ist einfach mal Blattgold. Und das werden wir jetzt hier um diese Karotte wickeln. So, so sieht es einfach mal aus. Und das werden wir dann jetzt nämlich um die Karotte packen. Wie gesagt, ich glaube, ehrlich gesagt, es reicht nicht aus, um die komplette Karotte zu machen. Alter, es geht einfach so schnell kaputt. Es ist so fein, ne? Alter, es geht schon kaputt. Nein, 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 nicht kaputt gehen. Mann! Okay, okay. Es ist schwieriger als gedacht, das Ganze anzubringen. Wir versuchen es einfach mal kurz aus und dann, ja, melde ich mich gleich wieder. Okay, das hier ist nicht das Resultat, was ich haben wollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir essen es trotzdem, Leute. Ab geht's und probieren es aus. Mhm. Oh. Mhm. Und ganz ehrlich, man schmeckt es gar nicht, muss ich sagen. Wow. Beste. Okay, so viel zu der goldenen Karotte, Freunde. War auf jeden Fall sehr lecker. Oder, ja, komisch. Ich weiß noch nicht, weil ich es gleich erst... Mann! Weil ich es gleich erst essen werde. Aber wir brauchen noch ein bisschen Gold für den goldenen Apfel. Deswegen können wir noch gar nicht aus der Mine rausgehen, fällt mir gerade ein. Wir gucken mal in alle möglichen Gassen hier. Ey, die Mine ist aber auch geisteskrank, ne? Das muss ich auch mal hier an dieser Stelle gesagt haben. Wie groß ist diese Mine? Und wie kann es sein, dass gerade in so einer großen Mine so selten Gold auftritt? Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Und haben wir... Ey, wir haben nicht mal Kohle. Wir haben keine Kohle mehr. Come on. Come on. Ja, der macht jetzt hier ein bisschen Licht oder was? Komm. Wir rennen einfach mal vorbei. Yo, der explodiert noch 10 Kilometer weiter. Ist klar. Ich habe zwar keine Kohle gefunden, aber dafür habe ich hier nochmal ein bisschen Gold gefunden. Das ist ja schon mal ganz gut. Und dadurch, dass wir hier Lava haben... können wir ein bisschen was sehen. So, das heißt, wir haben jetzt einfach mal 4... Oh, bitte noch mehr Gold. Nein, das reicht nicht aus. Das reicht leider nicht aus. Wir brauchen noch 2 Gold für unseren Goldapfel. Super ärgerlich, warum wir so Pech haben müssen hiermit. Oh mein Gott,
Jetzt werden wir wieder von irgendwelchen random Mobs angegriffen. Das ist doch nicht normal. Und warum ist hier keine Kohle, Mann? Das hier ist mit Abstand der sinnloseste Monster-Spawner, den ich je gesehen habe. Ich schau es mal an. Man hat hier einfach Lava. Und diese Lava fließt straight in den Monster-Spawner rein. Durch haben wir ja Glück und hier ist irgendwie Kohle oder sonst irgendwas. Komm, ich baue einfach mal kurz den Monster-Spawner ab. Zack. Ja, einfach nur Müll. Einfach nur Müll, mein Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob ich weinen oder lachen soll, aber jedenfalls haben wir jetzt hier Kohle gefunden. Immerhin eine Sache, die uns jetzt hier so ein bisschen Hoffnung macht, deswegen. Leute, ich hab's jetzt schon gesehen. Wir haben hier einfach mal Gold am Start. Es ist endlich der Fall. Wir haben jetzt hier 13 Gold. Das heißt, ich werde mich jetzt wieder nach oben bauen, weil, ja, das dauert mir hier alles zu lange. Es ist unfassbar. So lange haben wir für Gold gebraucht. Ey, Skelett, lass mich in Ruhe. Und schaut euch das an, Leute. Ich habe es endlich geschafft zu finden. Eine Lush Cave wie aus dem Bilderbuch. Sehr, sehr nice, weil ich kann euch Folgendes sagen. Wir werden natürlich auch hier diese Glowberries essen. Und da haben wir sie. Das sind doch wunderschöne Glowberries. Zack, einmal abbauen. Da haben wir sie. Und jetzt gönnen wir uns Glowberries. Und auch gleich in Real Life sofort hinterher. So, und lecker, lecker Glowberries, Leute. Let's go. So, noch eine, würde ich sagen. Komm, noch eine. Wir wollen voll sein. Wir wollen wenigstens voll sein. Ich komme jetzt natürlich nicht dran, weil ich keine Blöcke habe zum Hochbauen. Deswegen nehme ich einfach mal Holz. So, zack, zack, zack. Okay, okay, okay. Sehr gut. Und noch einmal Glowberries. Leute, wir sind voll. Ab geht's mit Glowberries in Real Life. Okay, Leute. Glowberries sind jetzt hier auch am Start. Schaut euch das an. Die werden wir jetzt auch nochmal ganz kurz in Gold machen und dann aufessen. So sieht die Glowberry einfach jetzt mal aus, Freunde. Man erkennt es auf jeden Fall und die werde ich jetzt mal essen. Okay Leute, also wie gesagt, hier haben wir diese Glowberry am Start. Ich werde sie jetzt essen. Let's go. Boah, krass. Hat auf jeden Fall sehr lecker geschmeckt. War nur sehr schnell. Also Leute, ich glaube, die meisten werden mich jetzt für diese Aussage auslachen. Aber wir müssen erstmal zusehen, dass wir einen Apfel bekommen. Und ich möchte auch noch Honig am Start haben. Also so eine Art goldene Wasserflasche oder goldene, ja, Goldflasche. Deswegen habe ich mir gedacht, wir müssen auf jeden Fall einen Honigbottle erschaffen. Ich baue jetzt hier nur mal ganz schnell ein paar Bäume ab, in der Hoffnung, dass hier vielleicht gleich aus Zufall ein Apfel herausdroppt, damit wir uns den Goldapfel machen können. Ich habe gesehen, da hinten sind auf jeden Fall schon einige Bienen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung von diesem Bienenzeug in Minecraft. Ich habe mich nie damit befasst. Deswegen werde ich jetzt einfach mal auf Freestyle versuchen, irgendwie an Honig zu kommen. Aber funktioniert es vielleicht so, indem ich die Bienen töte, bekomme ich dadurch Honig? Ich habe keine Ahnung, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Oh Gott. Aber ich glaube... Oh Gott, ich glaube... War das richtig? Ich glaube nicht, oder? Oder? Aua, hat er mich gestochen? Ich glaube schon, oder? Oh Gott, okay, noch eine. Okay, ich glaube, so bekommen wir keinen Honig heraus. Dann ist die Frage, wie bekomme ich sonst Honig? Leute, ich muss mal googeln. Ich habe keine Ahnung. Okay, anscheinend ist das wohl gar nicht so einfach, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wir werden gleich mal zusehen, was wir damit machen mit diesem Honig. Wobei, wisst ihr was, Leute... Ich glaube, ich blicke da nicht so ganz durch. Erklärt mir mal in den Kommentaren, wie ich Honig wirklich bekomme. Aber ich würde sagen, ich schnipp's jetzt einmal und dann wird aus diesem Wassereimer ein Honigglas. Ich mach's einfach mal, Leute. Oh mein Gott, das ging ja richtig einfach. Also, da kann man sich doch nicht beschweren. Da haben wir Honig am Start. Und ja, das werden wir jetzt in Minecraft einfach mal trinken. So, ihr seht, Leute, Honig. Und wir haben einfach mal gar nichts dadurch bekommen. Das hat sich gelohnt. Jetzt gucken wir das Ganze in Real Life an. So, Leute, wir haben jetzt hier auf jeden Fall den Honig am Start. Also noch ist er nicht fertig, denn wir sehen einfach mal, das hier ist aktuell unsere Glasflasche, wie aus Minecraft. Allerdings müssen wir das Ganze hier noch ein bisschen verbessern. Ich habe jetzt nämlich das hier am Start. Und wenn ich das jetzt hier mal einfülle, dann seht ihr, wie aus Wunderhand wird das Ganze eine andere Farbe bekommen. Schaut euch an. Oh mein Gott, Leute, wie cool ist das denn? So, und sieht es einfach aus wie Honig aus Minecraft. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. So, jetzt müssen wir das Ganze mal ein bisschen schütteln. Okay, Leute, wir schütteln die Flasche jetzt mal ein bisschen. Zack. Und jetzt seht ihr, das Ganze sieht wirklich aus wie Honig aus Minecraft. Also eine Honigflasche aus Minecraft. Ich will das Ganze jetzt allerdings erstmal umfüllen in ein Glas. So, das kommt alles hier einmal rein. Und da machen wir eine Geschmacksprobe. Ich bin jetzt schon sehr gespannt darauf, wie das schmecken wird. Dann würde ich sagen, Prost, Leute. Ich habe es jetzt hier in der Hand. Und probieren wir es aus.
Ja, schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also Honig aus Minecraft kann ich auf jeden Fall empfehlen. So Leute, und zu guter Schluss haben wir ja immer noch den goldenen Apfel hier übrig. Das Problem ist, ich habe noch keinen goldenen Apfel, weil ich ihn noch nicht gecraftet habe, weil wir einfach hier von diesen Bäumen keinen goldenen Apfel gedroppt bekommen. Eine Frechheit, muss man ja wirklich sagen. Deshalb sehe ich jetzt gerade mal zu, dass wir jetzt hier irgendwie ein bisschen Glück haben. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Bäume abbauen oder besser gesagt Blätter abbauen und einfach mal hoffen, dass jetzt hier irgendwann ein Apfel droppt. Vielleicht haben wir jetzt gleich irgendwann Glück. Leute, ich werde hier noch bekloppt. Ich baue hier gerade schon seit 10 Minuten gefühlt Bäume ab und es will einfach kein Apfel hier droppen. Zumindest sehe ich nichts. Und ja, kam doch da hinten, let's go! Okay, da hinten ist doch ein Apfel gedroppt. Ich habe schon fast die Hoffnung aufgegeben. Leute, das heißt, wir können jetzt das Allerspannendste machen. Wir können endlich den goldenen Apfel in Real Life machen. Ja, ich habe nur vergessen, dass wir noch das Gold durchschmelzen müssen. Dann machen wir das ganz schnell eben. So, das letzte Gold ist jetzt gleich hier drin. Und dann würde ich sagen, geht es ab ins Craften, Freunde. Es ist mittlerweile sogar schon dunkel geworden. So, dann einmal Crafting Table neu machen. Platzieren wir einfach mal, würde ich sagen. Und Apfel hier hin, Gold hier hin. Und, Leute, es wird spannend. Wir haben jetzt hier den goldenen Apfel. Den essen wir gleich in Real Life. Leute, ich freue mich jetzt schon. So, essen wir einmal hier von außen und von innen. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Und da ist er, der goldene Apfel. Let's go in Real Life. So, Leute, hier ist der Apfel am Start. Und den werde ich jetzt versuchen, möglichst gut mit diesem Blattgold zu bedecken. Es wird sehr spannend. Ich zeige euch das Resultat gleich. Okay, Leute, das hier ist einfach mein Endresultat. Mehr habe ich leider nicht übrig gehabt. Das habe ich volle Kanne unterschätzt. Aber trotzdem muss ich sagen, sieht das schon sehr, sehr krass aus. Also finde ich richtig, richtig gut gelungen. Ja, den werden wir jetzt einfach mal essen. So, Leute, dann beißen wir jetzt einfach mal in diesen Goldapfel rein. Es ist der Wahnsinn. Wie gesagt, hier nochmal der Anblick vom Goldapfel. Richtig cool. So, und jetzt ab geht die Post. Boah, schmeckt komisch, muss ich sagen. Hier nochmal. Hier auch nochmal. Wow, krass. Ja, ich merke schon, ich habe 2 extra Herzen bekommen. Wenn es euch also gefallen hat, Leute, lasst auf jeden Fall einen fetten Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und ciao.